Keine Angst vor Erbsen, nur weil sie grün sind. Heute gibt es eine geile Erbsensuppe aus dem Dutch Oven. Und das zeigen wir euch in Neues aus Grillhaus Westfalen. Los geht's, eine Nacht vorher. 500 Gramm Schälerbsen in Wasser, circa 1,5 Liter aufbewahren. Und dann kommen die Zutaten hinzu, nämlich etwas Lauch, Wiener Würstchen, Zwiebeln sind natürlich dabei, Karotten, Butterschmalz, wie gesehen die Erbsen von eben und ein bisschen Schweinebauch, ca. 300 Gramm und 500 Gramm besser Schweinenacken und Moselmetzler. Später kommt noch Gewürze und etwas Senf dazu, aber erstmal jetzt die Karotten schälen. Möhrchen sind gut für die Augen und die schneiden wir in kleine Stückchen. Genauso machen wir es mit dem Lauch, vorne den Strunk ab, dann kleine Scheiben schneiden und ja, das ist die passende Größe, so müsst ihr es machen. Man kann das Ganze auch mit Sellerie machen, aber Möhren und Lauch, das geht auch. Der Kampf auf Messerschneide geht weiter, der Höhegriller gegen das Messer und die Zwiebel. Und ich sage euch, trotz hartem Kampf hat die Zwiebel verloren, auch wenn sie sich gut gewehrt hat. Also schön pellender Ding, Scheiben schneiden, das klappt wunderbar. Ja, und dann geht das Ganze in den alten Mixer und wir kümmern uns derweil ums Fleisch und schneiden den Schweinenacken in kleine 1,5 x 1,5 cm große Stücke. Genauso gehen wir mit den 300 Gramm Schweinebauch auch um und dann sieht das Ganze so aus von der Fleischseite her. Ja, und dann Expert Holzkohle, die guten Briketts von marasommer.shop, 10% mit Höhegriller kriegt ihr da im Anzündkamin ordentlich durchgeglüht und für den Dutch Oven passend verteilt. 2-3 Esslöffel Butterschmalz in den Topf und auflösen lassen. Und wenn das geschehen ist, dann geht es schon ans Anbrutzeln. Als erstes das Fleisch hinein und hinterher direkt die Zwiebel in den Pott ballern. Dann das Ganze mit Gefühl durchbraten, durchmischen mit ordentlich Unterhitze, so wie ihr es hier seht, dass wir ein paar Röstaromen an die ganze Geschichte heranbekommen. Nächster Schritt, Möhrchen rein, Lauch rein und auch das Ganze gut untermischen, umrühren und etwas anbrutzeln lassen. Mischt das nochmal gut durch, das hilft. So sollte das Ganze dann aussehen, bevor die Erbsen, den Namensgeber unserer Suppe, hinzukommen mit der ganzen Flüssigkeit einfach mit in den Dutch hinein. Dann das Ganze wieder umrühren, richtig durchrühren, Deckel oben drauf, den Dutch oben verschließen und ja, wir machen noch ein paar heiße Kohlen von oben, damit wir auch ein bisschen Oberhitze bekommen. Schön verteilen, wie das gehört, auf dem richtigen Dutch Oven. Und dann lassen wir das Ganze 2-3 Stunden köcheln. Ich habe nach 2,5 Stunden den Deckel hochgenommen und meinen Senrab verteilt und untergerührt. Ihr könnt natürlich auch andere Suppengewürze nehmen. Ich nutze meins, ich habe es ja vor Ort und ich kann es euch nur empfehlen. Um ein bisschen Schärfe reinzubringen, gab es dann auch noch 2 Löffel Senf, die untergerührt wurden und ein bisschen Steakpfeffer, den ich noch hatte, nämlich mein Flames. Die eignen sich nämlich auch mal wunderschön für Eintöpfe, Suppen oder auch Gulasch zum Beispiel. Ja, und als Abschluss die schönen Wiener Würstchen vom Moselmetzger in der Erbsensuppe feinstens erhitzen. Für mich gehört eine richtige Wiener immer zu einer Erbsensuppe dabei. Sind die Würstchen heiß, dann kann auch schon angerichtet werden. Mit einem schönen Baguette-Essig am liebsten, aber auch mal eine Scheibe Graubrot. Ja, lasst es euch schmecken. Grillfreunde, herzlichen Dank, dass ihr dieses Video bis zum Schluss geschaut habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann macht doch einfach ein Abo oder ein Like. Und ja, da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten bleibt gesund und bis bald. Euer Höhegriller aus Höhelhof.